So, grüß Sie. Man darf die Hand nicht geben in Corona-Zeiten. Ach stimmt. Bist du irre? Steffi wird uns lynchen. Ja, und das ist das Infektionsmittel. Simone auch. Moin moin, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute meinen Bruder David an meiner Seite. Und moin. Wir wollen heute mit euch gemeinsam vier Knarrenkästen anschauen. Genau, einer davon gehört mir, der Ghidorah hier. Und einer davon gehört mir. Und die anderen zwei haben wir einfach mal so ausgewählt. Genau. Und wir sind mal gespannt, was die so drauf haben. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Ja, viel Spaß. Und da sind wir auch wieder. Ich habe heute, wie gesagt, mein Bruder David dabei, er hat sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ne? Ja. Kannst du so einige sagen? Und er hat auch gerade schon die Kästen auseinandergenommen und es sind ihm schon ganz, ganz viele Sachen aufgefallen. Mhm. Vorweg können wir sagen, wir wollen jetzt nicht den einen hochloben, den anderen schlecht reden. Wir wollen das ganz objektiv betrachten. Und genau, und vielleicht euch so einen Tipp geben, ne? Eine Kaufempfehlung, kann man sagen. Ne? Dieses Video ist hier nicht gesponsert oder Werbung, das haben wir alle selber erworben. Wie gesagt, das ist mein Knarrenkasten, der Ghidorah ist deiner. Die anderen zwei haben wir dazu gekauft. Wir schauen uns, würde ich mal sagen, erstmal die Kästen, grob stellen wir die einmal vor. Ja. Und sprich, wir haben jetzt hier einen, ja, fangen wir einfach mal mit den günstigsten Kasten an. Ne? Genau, mit dem Amazon Basics, der liegt bei 50 Euro. Wir haben 123 Teile, den gibt es aber in verschiedenen Ausführungen. Das ist jetzt quasi der größte, wiegt 5,4 Kilo. Wir haben ein Plastikgehäuse, das erstmal grob beschrieben und oben haben wir den Schriftzug Amazon Basics. Genau, das ist der erste, das ist der günstigste im Lande, kann man sagen, beziehungsweise jetzt den wir hier ausgewählt haben. Was folgt danach? Dann haben wir die drei, das ist der KS Tools. Der ist auch ein Kunststoffgehäuse, wiegt 8,8 Kilo, ist richtig schwer und er hat 179 Teile. Der hat am meisten Teile und liegt preislich bei 86 Euro. 86 Euro, ja. Ne? Also kommt direkt nach Amazon, ist sehr, sehr preiswert. Preis-Leistung eigentlich. Preis-Leistung ist eigentlich am besten. Ja, am besten. Ne? Und danach haben wir den Ghidorah, den hast du mitgebracht, ne? Genau. Das war deine Entscheidung oder Empfehlung? Ja, das ist meiner, den habe ich mir gekauft vor 3-4 Wochen, genau. Auch ein Kunststoffgehäuse, wiegt 8,5 Kilo, 172 Teile und ich habe 102 Euro dafür bezahlt. Mhm. Und genau, Kunststoffgehäuse ähnelt dem KS-Tool sehr. Kann man wirklich so sagen. Schauen wir uns gleich mal an. Genau. Also 102 Euro ist schon eine Hausnummer, aber ich sag mal, gutes Werkzeug, ne? Hat halt seinen Preis. Jetzt kommen wir zu meinen. Das ist, schieb dir mal kurz was an. Ja. Das ist den von Würth und das ist der einzige in ein Metallgehäuse, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Der wiegt, was wiegt der? 6,6 Kilogramm. 6,6 Kilogramm. Wird auch am Metallgehäuse ein bisschen geschuldet sein, ja. Wahrscheinlich, ne? Hat 59 Teile, einer, der am wenigsten Teile hat und der auch am teuersten ist. 149 Euro liegt der. Mhm. Ich weiß noch, vor 10 Jahren, wo ich mir den zugelegt habe, da lag der ungefähr bei 200 Euro. Wow. So, ich würde sagen, wir breiten mal alle vier jetzt hier aus und schauen uns erstmal den Inhalt an. Genau. So, welchen S öffnen wir als erstes? Ich würde sagen, den günstigsten, ne? Ja. Amazon Basics. 123 Teile. Übrigens sehen wir uns das hier in der Wand aufgeschrieben, weil die ganzen technischen Daten können wir uns nicht merken. Ja, der besteht aus einem Kunststoffkoffer, hat Metallverschlüsse, gefällt mir schon mal sehr gut, ging auch jetzt leicht zu öffnen, ne? Ja, wenn er auf dem Tisch liegt, ist das ein bisschen schwierig, da drunter zu greifen, aber es geht. Man kann ihn auch anheben. Wollen wir noch mal kurz schließen? Ja. Ich möchte mal kurz gucken, ob wir hier... Okay, hier ist kein Schriftzug, das heißt... Finde ich immer persönlich ganz, ganz wichtig, dass man sofort sieht. Dass man ein Indiz hat, wo es oben ist. Ja. Und wo es unten ist. Ne? Ja, sonst fällt das alles raus. Also das ist die Hölle. Und wie wir jetzt schon sehen, eine Nuss ist rausgefallen. Ne? Ja, die hatte ich vorhin schon bemerkt, negativ bemerkt, dass die, man kriegt die ja nicht fest reingedrückt. Also das ist nicht passend. So, wir sehen schon mal eine Menge Zubehör. Ist verchromt. Zwei Umschaltknaben haben wir mit dabei, zwei Verlängerungen, ein paar Aufsätze, lange Nüsse, ein Inbusschlüsselsatz, Bitset. Ist das hier ein Zündkerzenschlüssel? Nee, ne? Nee, auch eine Verlängerung. Nee, ist nur eine Verlängerung. 5/8. Genau. 50 Euro. Ja. Ist schon mal eine Menge mit dabei. Was mir jetzt natürlich nicht gut gefallen hat, ist, dass er rausfällt. Ne? Naja. Aber 50 Euro, ne? Was halt auch merkwürdig ist, dass die Imbus hier. Nee, die gleich sind, ne? Nee, sind die gar nicht. Nee? Laut der Beschriftung nicht. Sind unterschiedliche Größen. Okay. Sehen aber gleich aus. Ja, sind aber unterschiedliche Größen. Naja, gut. Das ist das eine. Jetzt gucken wir uns mal den Würth an.
Das ist ja mein Favorit, dem kommst du auch nicht so geöffnet. Das heißt, du musst den Kasten leicht anheben. Und Metallgehäuse, wir haben hier eine schöne Aufschrift, also WC-Pra ist das Ganze. Wir können jeden einzelnen Teil nochmal nachbestellen, fällt mir gerade hier auf. Ach, okay. Oder sehe ich, das ist auch schon mal ganz, ganz cool. Ich denke mal, das Ersatzteile wirst du bei den Amazon Basics oder Amazon nicht bekommen. Ne? Nee, glaube ich auch nicht. Dann haben wir natürlich viel, viel weniger an Volumen bzw. an Teilezubehör. Was mir jetzt hier positiv auffällt, das Ganze sitzt wirklich sehr, sehr gut drin. Das ist gummiert. Ne? Und das ist gummiert. Und das war auch der Kaufgrund, warum ich mich dafür mal entschieden habe. Nicht das ist hier Kunststoff. Ja, Hartplastik. Aber es kommt natürlich darauf an, ob du den Kasten jetzt jeden Tag mitarbeitest oder nur einfach mal im Keller stehen hast und ab und zu mal benutzt. Mhm. Da denke ich, dass ein Amazon Basics ganz gut ist. Ne? In Ordnung. Ist ja. In Ordnung. Ne? So, das ist natürlich der teuerste im Bunde. Deswegen vielleicht erklärt sich das Ganze auch, dass es ein bisschen hochwertiger verarbeitet ist. Natürlich haben wir jetzt hier 59 Teile. Nicht so viel. Preis-Leistung ist ja nicht so gut wie der andere. Schauen wir uns mal deinen an. In Gedore, ja. Ich würde mal sagen, wir schieben den mal kurz rüber. So. Auch ein Kunststoffgehäuse, genau. Metallverschlüsse, schon mal sehr gut. Dann Inneneinlage. Einlage, genau. Okay. Und es fällt auch nichts raus. Nichts raus, ne? Genau, sitzt alles ziemlich fest. Wir haben mit drei Umschaltknarren, Schraubendreher, Bit-Aufsätze bzw. Aufsätze anzusetzen. Mhm. Hier Radbolzen beispielsweise auch. Okay. Schrauben. Was mir hier schon mal auffällt, ist, dass die so matt sind, ne? Die sind hier verchromt. Ja, genau. Was fällt euch auf, wenn ihr oft damit arbeitet, bei verchromten Schlüsseln oder Nüssen? Dass die ganz gerne mal abblättern. Ach, okay. Was passiert dann? Die fangen an zu rosten und so, ne? Okay. Und bei diesen hier nicht, ne? Hm. Die sind ja nicht verchromt. Nee, nee, nee. Hier zwar so ein bisschen, aber... Ein bisschen, ne? So länger Aufsätze, dann hast du hier verschiedene Aufsätze, also ein viel, viel größeres Set hast du, ne? Du hast auch hier jetzt drei Knarren. Ja. Gegenüber, leg dir mal bitte den Wirt. Den Wirt? Daneben, ups, ganz schön... Ganz schön Rücken, ne, so schwer der ist. Der beispielsweise hat nur zwei Knarren. Eins, zwei. Ja. Hier auch zwei. Hier ist schon mal drei im Set. Drei Knarren, genau. Ist jetzt doppelt so teuer wie der von Amazon, aber noch immer günstiger als der von Wirt Zebra. Ne? Richtig. Und du hast hier auch nochmal ein Kreuzgelenk, ne? Ja. Oder wie nennt man das Ganze hier? Hast du hier nicht. Ah, oh, das weiß ich gar nicht genau. Aber ich weiß, wofür es einzusetzen ist. Ich sehe, was das ist. Ja. So. Genau, es gibt so ganz viele Dinge, wo ich gar nicht weiß, wozu man die verwendet, aber gut. Nein, hast du sogar noch das wüsste ich jetzt nicht. Kleineren, also du hast den großen, du hast den kleinen. Und was ich hier richtig cool finde, guckt euch mal diese Aufsätze hier an. Torx, ne? Die brauchst du ganz oft im Auto, wenn du im Auto rumschraubst. So riesige? Ja, auf jeden Fall. Krass, okay. Die brauchst du auf jeden Fall, das ist ganz, ganz gut auch hier. Echt? Um bei Bremsen zu wechseln und sowas. Haben wir uns doch letztens extra so einen Schlüssel gekauft. Hast du hier mit dabei. Ja, haben stimmt, wir dafür 8 oder 9 Euro bezahlt, ne? Ja, 10 Euro so, ja. Genau. Ja. Dann haben wir hier den von KS Tools. Genau. Der liegt bei, was haben wir hier? 86 Euro hat der 86 gekostet. Euro. Oder kostet Kunststoffkoffer der? Komplett. KS Tools Aufdruck. Auf der anderen Seite nichts. Ist auch ganz einfach zu öffnen. Und Kunststoffverschlüsse. Gefällt mir persönlich nicht so gut. Einmal den Kasten runtergeschmissen und schon sind die abgebrochen. Mhm. Hier liegt schon die erste Nuss locker. Ja, der sieht so ähnlich aus vom Sortiment. Ne? Kann das sein, dass das der gleiche Hersteller ist? Ein spiegelverkehrt? Der gleiche Hersteller nicht, aber... Ja, aber schau doch mal hier, diese Aufsätze. Es gibt Parallelen auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ne? Diese hier sind nur spiegelverkehrt. Die Sachen sind anders angeordnet, ja. Ne? Aber auch von der Größe hier, ne? Das ist doch auch eine 32er, oder? Ja, das ist auch eine 32er. Also ja, ich glaube, ich vermute mal, da steckt der gleiche Hersteller hinter. Also kommt aus der gleichen Firma vielleicht. Nee, ja, aus dem gleichen aber Hersteller. Halt, ne? Und du siehst ja auch hier die Knarren. Diese hier und diese hier. Schaut euch das mal an. Die sind baugleich. Hm. Krass, ne? Auch von der Legierung her. Was hast du gesagt, was das für ein Stahl ist? Die sind alle Chrom-Vanadium legiert. Chrom-Vanadium. Ja. Ich wüsste es, ach, der geht dahin und der geht dahin. Also von der Aufmachung her ziemlich identisch. Und das sind jetzt unsere vier Kästen und du hast die ja so ein bisschen studiert. Und ich möchte mal von dir wissen, oder wir wollen von dir wissen, was ist dir hier aufgefallen? Warum, oder erzähl mir mal, warum du dich für den Gedore entschieden hast.
Also ich wollte für möglichst wenig Geld viele Teile haben, weil ich keine Lust habe, ehrlich gesagt, ich mache nur ab und zu was. Ich habe mir sonst mal vom Papa Werkzeug geliehen und wollte selber aber Werkzeug haben, weil ich das sonst umständlich finde, mir zu leihen. Weil du Schrottwerkzeug hast. Nein. Doch, hat er. Ich wollte, das gibt einen Daumen runter von ihm. Ich wollte viel Werkzeug haben für relativ wenig Geld. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, warum ich eher den hier als den nehmen würde. Ist aber nur mein Geschmack. Ich wollte eine gute Marke haben. Also ich wollte im Prinzip eine Marke haben, die relativ bekannt ist. Und das ist Gedore. Ja, KS-Tools kenne ich auch nicht so wirklich. Ne? Es gibt ja viele Firmen wie Stier, KS-Tools, die so auf Amazon immer angeboten werden, gleich als Bestseller und vorgeschlagen das werden. Das ist die gleiche Knarre. Hör mal. Mag vielleicht sein, das ja. Das ist... Also es sind auf jeden Fall... Wahrscheinlich ist das auch Gedore. Steckt hier da Gedore hinter? Weiß ich nicht. Okay. Gut. Das war der Grund. Bist du damit schon irgendwie enttäuscht worden bei der Arbeit? Oder, nee, oder gar nicht. Bist du sehr zufrieden damit? Ich habe den zwar jetzt noch nicht so extrem viel benutzt. Wie gesagt, ich habe den noch nicht so lange. Ich habe damit, mit der Knarre habe ich hier schon ein paar Schrauben gelöst. Mhm. Ich habe auch die Bits verwendet und den Schraubendreher zum Möbelaufbau. Mhm. Also bist du sehr zufrieden damit? Doch, also mir ist noch kein Werkzeug entgegengefallen. Der Koffer hält, sehr stabil. Ist, ne? Ja. Du hast ja zu mir gesagt, wir hatten, bevor wir das Video gedreht haben, haben wir gesagt, oder habe ich über diesen Gedore-Kasten etwas gelästert, weil er aus Kunststoff ist. Und ich habe gesagt, ich finde Metall besser, wie der von Harz. Na gut, wenn du jetzt vorstellst, der aus Metall, der wäre natürlich auch extrem schwer. Ne? Der kleine Kasten ist schon schwer für die paar Teile. Aber ich finde ihn hochwertiger. Ja. Ich finde, oder beziehungsweise wenn du in eine Ecke schmeißt, der kann zerdellen, zerkratzen, das ist nicht schlimm. Und na gut, der kriegt keine Dellen und zerkratzen tut er ja. Ja, stimmt. Der kriegt keine Dellen, ne? Es ist Kunststoff. Ich glaube, Metall ist immer nur eher so was, wo du denkst, das ist wertiger. Mhm. Und ja, du denkst, es ist wertiger. Also Kunststoff kann auch sehr, sehr robust sein. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Kunststoff oder Metall? Ich finde Metall cooler. Wenn man übrigens überlegt, die ersten HZ-Kästen, oder die waren ja, kannst du mit meinen Dingen? Ja. Boah, du siehst das doch, Junge. Boah, mach dir mal bitte auf. Keine Muskeln. Ja, nee. Wie soll ich denn auf 2 Meter Hebelwirkung da 10 Kilo tragen? Das sind 5 Kilo. Bin ich Bodybuilder oder so? 6 Kilo. Naja, auf jeden Fall finde ich die ersten HZ-Kästen, das haben die mittlerweile auch umgeändert, ne? Dass die ersten HZ-Kästen sind mittlerweile aus Kunststoff. Echt? Ich glaube, auf so richtig festen, harten Kunststoff aber. Das ist hier, für mich ist das Billigplaste. Es ist doppelwandig, wenn du hier reindrückst. Ja. Das heißt, wenn du hier mal ein Loch reinbohrst und der draußen im Regen steht, hast du Wasser drin. Hast du bei Metall nicht. Warum soll ich da Loch reinbohren? Weiß ich nicht. Wenn er mal runterfällt, ein Riss entsteht, musst du ja bedenken, dann liegt er mal draußen auf dem Bau. Wenn du auf dem Bau bist, dann kommt da Wasser rein, dann ärgerst du dich. Mhm. Deswegen finde ich Zebra-Metallkasten toll. Aber der kann natürlich auch rosten. Und die Metallkästen kennt ja jeder. Ne? Wenn er ein Auto liegen hat, im Montagewagen, irgendwann rosten die. Haben sie Flugrost dran? Ja, ja. Aber ja, gut, weil der Lack halt abgeht. Bis so ein Kasten durchgerostet ist, vergehen 20, 30 Jahre. Ne? Mhm. Genau. Du musst überlegen, okay, wir haben jetzt 20 Euro weniger. Dafür haben wir kein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kein Markenprodukt hier liegen. Ja. Und Kunststoffverschlüsse. Ansonsten von der Qualität her nimmt sich das beides nicht viel. Mhm. Wir haben jetzt bei den KS-Tools 279 Teile und bei den Gedore 172 Teile. Ich vermute mal, warum, weshalb, weil hier eine Verlängerung beispielsweise nicht dabei ist. Hier haben wir eine kleine Verlängerung, hast du hier auch. Ne? Man müsste das mal ganz mal durchzählen. Hier haben wir noch einen Adapter, einen Bit-Aufsatz. Haben wir hier auch. Haben wir auch, ne? Wahrscheinlich haben wir hier der Unterschied im Innenbeschlüssel. Nee. Das sind weniger, glaube ich. Letztendlich sind das jetzt 7 Teile, die weniger sind, ne? Habe ich gerade verrechnet? Nein, ne? Nee, 7 Teile. 7 Teile, die hier fehlen, fällt auf den ersten Blick nicht auf und ich weiß nicht, ob ihr das merken würdet, wenn ihr damit arbeitet. Dann werden die wahrscheinlich aber nicht vom gleichen Hersteller sein, sonst wäre die Teilanzahl genau gleich. Könnte sein, ne? Könnte sein. Wenn die Metallverschlüsse auch nicht Metall, sondern auch Kunststoffverschlüsse. Mm-hmm. Also ich glaube nicht, dass es der gleiche Hersteller ist, aber sie sind wirklich sehr, sehr, sehr identisch. Ähnlich. Ne? Ja. Warum würdest du jetzt wem würdest du den Amazon Basics empfehlen? 50 Euro. Ja. Also komm, ich würde für jeden Einsteiger, der gerade anfängt mit den Heimwerken, der zu Hause ein
Grundausstattung haben möchte, wie gerade mein Papa, der, wo ich gesagt habe, Schrottwerkzeug, der würde sich sowas kaufen. Es ist aber auch kein Schrottwerkzeug. Ich würde es ihm aber nicht empfehlen. Er hat gutes Werkzeug, das verwendet er nicht. Ich weiß nicht, wie sowas... Das schont er. Ja, er hat gutes Werkzeug und hat das aber irgendwo im Schuppen stehen oder im Keller. Und dann holt er seinen billigen Knallkasten hoch für 30 Euro vom Flohmarkt. Genau. Versteht das irgendjemand? Und der Gute liegt da im Keller, eingepackt. Und, ja, weil der ja nicht verschleißen soll. Ja, wozu habe ich Werkzeug? Also ich finde, wenn ich Werkzeug habe, ne, ich mag es, wenn das dreckig ist, wenn ich es kratze. Ja, Mr. Handwerk schmeißt auch sein Werkzeug immer in Dreck. Ja, haben auch schon viele Zuschauer gesagt, ne? Oh Gott, wie du ein Werkzeug... Ja, ich arbeite damit, ich zeige euch mal was. Hier, Exzenterschleifer. Sieht der nicht geil aus? Wie dreckig? Ich mag das total, wenn du dann so ein dreckiges Werkzeug hast. Das sieht so nach Arbeiten aus. Ja, sag was. Okay. Machen wir weiter. Warum würdest du den Zuschauern, den Amazon oder wen? Ich würde den einigen Personen empfehlen. Aber was du gerade genannt hast, das Beispiel der Person, würde ich eher den KS Tools oder den Ghidorah empfehlen. Hm. Oder vielleicht sogar den Wirt. Auf jeden Fall nicht den Amazon Basics. Ich würde den Amazon Basics jemanden, der einen Single-Haushalt hat, der aber trotzdem nicht aufgeworfen sein möchte, wenn er mal was reparieren muss. Jemand, der eigentlich sich gar nicht mit Handwerk beschäftigen will, der aber halt trotzdem irgendwie was zu Hause haben will. Dem kann ich das empfehlen, dem das egal ist, wenn da was kaputt geht oder so. Hauptsache, er hat irgendwie Werkzeug, wenn er mal wirklich dringend was machen muss. Dem würde ich das empfehlen. Ansonsten... Also für einen Studenten beispielsweise, jemand, der gerade frisch ausgezogen jemand, der ist, ne? Alleine wohnt oder so und der irgendwie mal Möbel aufbauen will oder irgendwie mal was reparieren will, eine Schublade oder so, ja. Okay, also eine Grundausstattung für jeden, der da... Oder was am Fahrrad, irgendwie eine Schraube festziehen. Was mir gerade aufgefallen ist, bei den Wirt Zebra, ne? Hör mal hier. Wie fein. Und hör mal jetzt vom Amazon Basics. Ja, das ist halt wirklich feinzahnig. Das ist feinzahnig. Ja, und hier die Umschaltfunktion kannst du hier drehen, ne? Mhm. Finde ich auch richtig toll. Ja, das ist hier halt ein Hebel. Hast du bei den allen, ne? Ja, die günstigste Variante. Hebel, ja. Wahrscheinlich hat er hier wirklich ein Patent drauf, ne? Gefällt mir ziemlich gut. Lass das mal. Vielleicht die Werkbank. Was ich jetzt. Nee, lass mal. Wieso ist das denn? Was ich jetzt hier bei diesem Wirt Zebra gut finde. Nee, lass mal da, das ist ein Konfigurationsfehler. Das darf man nicht den Leuten zeigen. Was ich jetzt gut finde, oder warum ich mich für diesen damals entschieden habe, Metallkasten, ganz klar, klein und handlich. Ich habe hier alles dabei, was ich brauche, also damals. Ich habe damit auch wirklich, ich komme ja aus dem Handwerk und ich habe damit wirklich 8 Jahre lang gearbeitet in der Werkstatt. Mhm. Also es ist jetzt nicht der von der Firma gewesen, aber ich habe damit, in der Firma hatten wir so einen gehabt. Hattet ihr auch und daraufhin hatte ich dann lange gespart gehabt, weil er hat damals um die 180, 190 Euro gekostet. Und ich habe mir gesagt, kaufst jetzt mal was Vernünftiges und Knallkasten nimmst du wirklich dein Leben lang mit. Mhm. Und deswegen habe ich mich damals dafür entschieden. Und ich muss sagen, dieser Gummieinsatz hier, das gefällt mir richtig gut. Und die sitzen wirklich gut. Die sind jetzt nicht gerostet oder angelaufen, gar nichts. Ich habe den wirklich schon seit Jahrzehnten hier in Verwendung. Du hast hier auch einen Schraubendreher mit dabei, mit Verlängerung, mit Bitaufsatz und unterschiedliche Bits. Du hast gerade schon gesagt, hier fehlt einer, ne? Genau. Das ist kein Originaler. Lass mir mal gucken. Ach so, ja, der hat keine Farbe. Der hat das Farbleitsystem nicht. Ach so, mit der Farbe. Was meintest du da mit der Farbe? Genau, das wissen die meisten wahrscheinlich von euch schon, die sich ein bisschen auskennen oder vielleicht mal Zebra-Wirt-Werkzeug besessen haben, besitzen. Dieses Farbleitsystem, wenn ich jetzt eine Schraube habe von Wirt, also eine Schraubenverpackung, ist da eine Farbe drauf, gelb beispielsweise. Also dann weiß ich genau, ich brauche einen Torx und muss mir das gar nicht erst durchlesen. Okay. Und genau, wie du vorhin schon sagtest, bei Zebra kann man die Teile nachbestellen. Das finde ich super. Wenn mir jetzt irgendwas verloren geht, wie da, du könntest den jetzt nachbestellen, den hast du verloren. Guckst du das hier? Geht bei KS-Tools nicht, bei Amazon Basics geht das nicht und bei Ghidorah geht das auch nicht. Habe ich vorhin extra nochmal gegoogelt. Okay. Das geht nicht. Das heißt, wenn hier irgendwas weg ist, ist es weg, dann hast du Pech. Dann musst du es von anderen Herstellern nachkaufen oder, ja. Das ist doof, ne? Am besten kaufst du ja einen doppelt. Nein. Kannst du austauschen. Nein. Wie bei den Autos, ne? Oldtimer kauft man auch immer zweimal, kannst du mal umbauen. Ja, deswegen hier, der kostet natürlich von Wirt Zebra ein bisschen mehr, aber
Qualität zahlt sich halt aus. Ne? Beziehungsweise nachhaltiger. Der ist nachhaltiger. Da steckt ja ein System hinter und um dieses System zu betreiben oder dass ich die Ersatzteile bekomme, das muss sich ja irgendwo niederlegen. Das legt sich dann am Preis nieder. Aber wie gesagt, okay, 50 Euro, ich sag, da kann man nichts meckern. Nein, der ist in Ordnung, aber du darfst keine hohen Ansprüche haben. Genau, wenn du jetzt jeden Tag im Auto schraubst, würde ich es nicht empfehlen. Auf keinen Fall, nein. Aber für den Einsteiger oder so. Das ist auch die Sache, da fehlt dir schon, wenn du am Auto schrauben willst, fehlen dir da schon die Knarren. Also du hast hier eine Umschaltknarre, eine 1/4 und eine 3/8, eine 1/4 und eine 3/8, genau, andersrum. Und dir fehlt dir 1,5 Zoll. Ja, und du hast gar nicht großartig Verlängerung, ne? Mm-mm. Du hast hier zwei kleine, eine Verlängerung hast du hierfür. Mm. Und bei deinen, gucken wir mal Ghidorah an. Ja. Ghidorah hast du hier 1, 2, 3. Hier, das ist auch noch, das ist eine ziemlich lange Verlängerung. Hier hast du auch noch mal, wie nennen sich die? Kreuzgelenke, ne? Gelenke. Hast du hier beispielsweise gar nicht. Ja, Gelenk hast du hier gar nicht, ne? Mm-mm. Das ist halt der Unterschied, ne? Ja. Aber hast du das schon oft benutzt? Beim Auto rumschrauben? Ich habe den noch nicht so lange. Hast du noch nicht so lange? Ich schraube auch nicht viel im Auto. Ich habe auch eine hier, zwei unterschiedliche. Passt eigentlich, ne? Warum hast du jetzt hier drei? 1,5 Zoll? Ja. Achtel? 3/8. 3/8, was ist der kleine? 1/4. 1/4 Zoll, ne? Ja. Ja, gut. Also, da sieht man schon die Unterschiede ganz grob, ne? Was mir jetzt aber hier ganz gut gefällt, finde ich, bei Amazon Basics, das Design. Das ist ein richtig, richtig cooles Vintage-Design. Weil die durchgehend aus Metall sind. Ja, da findest du keinen Plastik. Mag ich total. Ja. Finde ich total schön. Ja. Ist aber nicht so gut griffig. Also ich meine, den kannst du sehr gut, du hast mehr Griff. Der Griff ist breiter, du kannst mehr Kraft aufwenden, leichter. Sprich, wenn man jetzt am Motor rumschraubt oder am Auto, ne, oder am Motorrad, je nachdem, ölverschmierte Finger hat, rutscht das schnell ab. Kann sich gut greifen. Ne? Der Grip ist halt da. Aber ich finde es halt schön vom Design. Hier hast du natürlich auch nochmal die Griffmohlen eingearbeitet. Ne? Ja. Haben wir das bei den Würz Zebra? Haben wir auch ganz leicht. Genau, da sind nach außen geht so ein bisschen Erhöhungen. Lass uns mal den Dings abholen. KS-Tools. Den KS-Tools. Der hat auch so kleine Riffel. Ne? Ja, genau. Das sind die Unterschiede. Ne? Also die bieten halt alle eine Möglichkeit, den Schlüssel leicht in der Hand zu halten. Von der Verarbeitung her, wen würdest du als höchsten einschätzen? Also am besten, also ich würde jetzt schon, nur von den Knarren, ja? Allgemein. Ich würde ganz klar, das teuerste Modell hat auch die sehr höchste Verarbeitung. Hm. Es ist krumm poliert. Siehst du, es ist nichts angelaufen. Den habe ich, wie gesagt, schon seit 10 Jahren hier. Ja. Und du siehst hier von dem Getriebe her und von der Verarbeitung her, ne? Hm. Guck mal, wie dreckig der schon ist. Ich habe da wirklich schon lange mitgeschraubt oder viel mitgeschraubt. Hier finde ich die Verarbeitung ein bisschen. Kunststoff ist ziemlich hart. Ne? Fass den mal an, der ist schön, der gibt nach, das Gummi. Ja. Das ist sehr hart. Und das auch. Also ich finde von der Verarbeitung her, finde ich, hat der Zebra ganz klar. Den Würth auf Platz 1 quasi. Ja, Würth Zebra ist Platz auf 1, finde ich jetzt so. Ne? Wir wollten aber hier keine große. Wir wollten jetzt den Zuschauern nicht sagen, welcher ist besser, welcher ist schlechter. Nein. Wir wollten einfach mal so einen groben Vergleich euch geben. Ja, ne? Ja. Gut, KS-Tools und Ghidorah würde ich halt gleich einschätzen. Ja. Oder. Ja, gleich. Da ist auch der Preisunterschied zwischen 100 und 20. Also, wir haben 20 Euro jetzt ganz grob. Ne? Ja, ist nicht so extrem. Ja. Also, je nachdem, wir werden euch mal alle 4 Modelle unten in der Videobeschreibung verlinken. Und das sind wirklich auch unsere Top-Favoriten, die wir haben. Also, ich denke, für jeden ist hier etwas dabei. Ne? Also von teuer bis günstig. Wir haben jetzt eine Preisspanne von 50 bis 200 Euro ungefähr. Oder beziehungsweise der Würth Zebra liegt bei 148 Euro aktuell bei Amazon. Ne? Kriegt ja ab und zu auch mal ein bisschen günstiger für 120. Deswegen würde ich, bevor ich mir diesen Ghidorah hole, würde ich mir lieber Würth Zebra holen. Oder? Ich nicht. Also du nicht. Ich möchte viele Teile haben für nicht zu viel Geld und eine gute Marke. Mehr kann man nicht sagen. Ja, okay. Mehr kann ich nicht sagen dazu. Ich weiß nicht, wie seht ihr das Ganze? Was würdet ihr für einen Kasten nehmen? Was ist euch wichtig beim Kasten? Und welchen Kasten habt ihr denn schon zu Hause? Und warum, weshalb? Schreibt es mal bitte unbedingt in die Kommentare. Und wir haben wir vergessen, am Anfang des Videos zu erwähnen. Ne? Aber für alle, die jetzt so lange zugeschaut haben, herzlichen Dank. Ne? Ja. Und wir wollen einen Kasten wollen wir verlosen. Ne? Ja, denn wir kommen jetzt nochmal zu den KS-Tools. Den möchten wir verlosen. Mhm. Und wir möchten von euch wissen, wenn ihr den gewinnt, was ihr damit machen würdet, für was ihr den verwenden würdet. Schreibt es mir in die Kommentare. Aber warum wollen wir denn nicht den Ghidorah verlosen? Das ist doch besser.
weil das meiner ist. Okay, alles klar. Amazon Basics, weiß ich noch nicht ganz genau, was ich damit machen werde. Schaut einfach das 5-Minuten-Update an. Das kommt immer zum 1. des Monats online. Quasi die News um den Kanal hier. Und da gebe ich dann auch diesen Gewinner bekannt. Unter anderem vielleicht auch werde ich dann Amazon Basics verlosen. Ne? Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Ich hoffe, das Video ist nicht so lang geworden. Und ihr konntet ein bisschen was davon mitnehmen. Wie gesagt, wir wollten jetzt nicht sagen, welcher Kasten doof ist, welcher schlecht, welcher toll. Einfach ganz objektiv bewerten. Ich hoffe, wir waren oder konnten das so bewerten. Ne? Objektiv bewerten. Nicht, dass wir jetzt den Amazon Basics so schlecht gemacht haben. Nein. Also wie gesagt, auch ein toller Kasten. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Mr. Handwerk und David. Und warum ich meinen Namen nie sage, ich weiß es auch nicht. So, tschüss. Ciao. Komm raus aus dem Bild. Da gibt es sowieso ein Problem. In dem Zebrakasten steht der Name.